Nous allons maintenant passer au match suivant, l'avant-dernier match de la soirée dans cette prime time-là. Ce sera l'équipe d'Allemagne qui affrontera l'équipe d'Italie A. Et pour ce faire, avant d'accueillir les équipes sur le terrain, nous allons accueillir les arbitres de cette prime. Hallo, wir schauen jetzt gleich das Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien A. Gerade laufen die Schiri ein. Heute kommentiert wird das Spiel von mir, Leni und Pavla Ibaba, hallo. Genau, schön, dass du mitkommentierst. Wie es aussieht, sind das Schweizer Schiris. In der Mitte ist Janis der Schweiz. Das Licht geht aus. Und jetzt kommen schon die Teams. Genau. Das erste Team scheint Deutschland zu sein. Genau. Die Teams stellen sich jetzt an dem blauen Licht auf und werden dem Publikum vorgestellt. Da ist auch schon das Team von Italien A. Dann auch machen wir die Namen eingeblendet der verschiedenen Spieler mit den jeweiligen Nummern. Italienische Team vorgestellt von dem Kapitän. Und auch hier werden nochmal die verschiedenen Namen eingeblendet. Also es wird ein hartes Match. Italien A war eigentlich bei Weltmeisterschaft im Finale. Das heißt, unsere Jungs werden da alle lassen müssen und alles probieren, um das zu gewinnen. Allerdings mit einer anderen Aufstellung, soweit ich weiß. Aber definitiv war die Nummer 19 Fanani mit dabei. Jetzt werden die Kapitäne aufgerufen und jetzt geht es darum, wer einen Ball hat und welcher Ball man überhaupt auswählt. Die Teams haben sich auf einen geeinigt und schade, kommt noch der Münzwurf. So, also Deutschland hat den Ball. Wie man unschwer erkennen konnte. Und damit schlägt Italien bei Deutschland ein. Jetzt gehen die einzelnen Teams nochmal in die Teambesprechungen für das kommende Spiel. Tauschen nochmal Positionen aus.
schon bald geht es los. Erste Drittel. Damit haben wir den Teamspruch von Italien A gehört und genau, come on, Jungs! Da war doch schon mehr Feuer dahinter. Beide Teams nehmen ihre Aufstellungen ein. So, und bald geht's los. So, und Ball wird von Oskar angenommen, unser jüngster Spieler. Mit knappen 17 Jahren. Angemerkt, mein Bruder, falls es irgendwen interessieren sollte. Und damit haben wir den ersten Punkt in diesem Spiel von Fernani, der Nummer 19, schön auf die 45er-Position. Genau, jetzt unser Angriff. Und gleiche Antwort, aber von links. Von Leon Waschko. Genau, Leon ist eigentlich von ASC Weimar und spielt jetzt die linke Position. Scharfe Wurf in die große Lücke zwischen Oskar und Robin. Italien sucht den Ball und genau. Fegnani, Nummer 19, Superstar aus Italien. Langer Pass zurück. Oh, aber selbst er kann sich irren. Das war ein sehr deutlicher Gegenpunkt. Gegenpunkt bedeutet, dass der Ball entweder am Frame landet und dann in diesem Halbkreis, den ihr sehen könnt, oder gar nicht erst auf dem Frame landet. Dann war das Punkt für Deutschland vorhin. Ganz genau. So, das war jetzt rein deutlich ein erster Pass, wenn das jemand abprallt. Auf anderen Spieler ist das schon als Pass. Jetzt war aber wieder Fegnani dran. Auf 0, knapp vor der Auslinie. Deutschland im Gegenangriff und schon wieder ein Punkt von Leon Waschkau. Auf 0, von links. Und jetzt Catch. Damit haben wir drei Pässe. Die zweite Reihe von Italien fängt den Konter. Zweiter Pass, dritter Pass, der muss. Und schon wieder ein Punkt von Fernandi, der Nummer 19. Ihr merkt, der hat verschiedene Variationen an Würfen, manchmal sehr weit von dem Halbkreis, manchmal nah. Damit steht es nach den ersten drei Minuten 4-4 zwischen Italien und Deutschland. Eben eine Slow-Mo-Aufnahme. So, jetzt war ein Fehler von Italien. Wir haben einen sogenannten Freiwurf. Das heißt, man tippt auf den Boden, so wie jetzt Robin. Und spielt einfach seine drei Pässe dann. Und schon wieder ein Punkt von Leon Waschko. Der Nummer 1. So, jetzt fliegt schon der Ball. Starke Catch. Catcht Jan den Ball. Es gibt einen Seitenwechsel. Pass auf Arthur und Catch von Italien. Ein Pass, zweiter Pass, dritter Pass. Und was er damit zaubert? Er zaubert Rahmen. Ja. Das heißt, wenn das diese Konstruktion, diese blaue, sogenannte Rahmen getroffen wird, dann wird der andere Team spielen. Und jetzt Punkt für uns.
Man hört auch die Fans auf der Tribüne sich über die verschiedenen Angreifer freuen. Jetzt abgeprallt und wir haben es. Zweite Reihe. Jonas Pass hat das geschafft. Das ist schon zweite Pass dadurch. Ja. Aber oh, der macht das. Wie ihr seht, schöne Null. So, und auf der anderen Seite von Italien genauso schön. Ein sehr cleaner Ball von Luca Olivo. Catch so. Von Italien. Erster Pass, zweiter Pass. Und damit ihr auch weißt, was eigentlich diese, was wir sagen, die Zahl, so 0, 45, 90, das sind eigentlich die Winkel, also die Gradanzahl, die das sozusagen von dem Frame wieder aufkommt. Das zum Beispiel ist ein schöner 70-Grad-Wurf gewesen und hier auf 30 Grad. Dadurch steht es nach den ersten 5 Minuten 7-8, 8-7 für Deutschland gegen Italien. Oskar spielt zu und das Italien fängt mit Helfer, ja, aber fängt. Und wir fangen auch. Jonas hat das gemanagt. Also Arthur am Ball. Und ja, ein Punkt. Lenny, was sagst du? Also wir sind in der 9. Minute. 9-7 ist. Und es ist 9-7. Wir sind in Führung. Es wirkt bisher sehr ausgewogen. Und wenn man sieht, kämpfen sich beide Mannschaften immer wieder ran. Angriff startet von Deutschland. Jan passt ab. Fanani fast schon leicht einfach nur gefangen. Daran sieht man auch, in welchem Niveau hier gespielt wird und mit was für einer Kraft er ihn jetzt auf die Nulllinie katapultiert. Ja, Hammer. Und damit haben wir auch schon wieder den Ausgleich, Pavla. Das ist nicht abzusehen. Ja, die haben sich wieder geholfen, aber das heißt gecatcht. Und Arthur sauber. Ja. Nice. Richtig schön. Also Jan mit 26. Der hat wieder Deutschland in Führung katapultiert. Schöne Wort. Ja. So, und die Schiedsrichterin zeigt Übertritt. Das heißt, derjenige hat... Der Erste in diesem Spiel bisher. Genau, der hat die Linie von dem Halbkreis berührt. Und Deutschland nutzt den Freiwurf gleich wieder aus für einen Punkt von Jan. Nein, nicht von Jan, von... Sogenannte Binden. Niklas Winkhaus. Ja, da war große Lücke. Da sieht man gerade, dass unsere Defense ist weggelaufen. Die haben nicht damit gerechnet, dass er abschließen wird. Das passiert oft. Das ist klassischer Fehler. Ist jetzt 1-2. Ja, jetzt geht's weiter. Abschließen. Und die zweite Reihe ganz knapp. Robin war schon dran, allerdings. Genau, jetzt kommt der sogenannte Nullpass und jetzt haben wir noch drei Pässe, was das jemand noch nicht weiß. 2 und schließt ab. Und die haben das, aber das war so 1-2 Pässe und das ist meines Wissens das letzte. Genau, okay, dann war ich. Und schon wieder ein Punkt von Fanani. Genau, 2 von uns waren dran und dann hat er zugespielt, das heißt 3 Pässe. Ja. Stimmt. Ja, schöner Wurf, aber gefangen. Irgendwann kennen die Spieler, wo man und wer spielt. Das heißt, mit so einer sehr guten Teams ist das dann schwierig mitzuhalten, weil die irgendwann lesen, wo die spielen.
Deshalb muss ein richtig guter Angreifer verschiedene Winkel werfen können und das immer ansetzen können. Jetzt Arthur, wunderschöner Catch. Ja, auf der anderen Seite. Zweiter Pass und dritter Pass geht Pass über Ganze. Aber und da war ein Fehler. Ich glaube, es ist überdritt. Nee. Wir haben nicht die Schiedsrichter gesehen, was sie gezeigt haben, aber jetzt ist ein Punkt. Von Leon Waschko, der 1. Ja, ihr seht schön sogar über die Mitte, das heißt über 90 Grad. Das geht auch. Und wieder ein Punkt von Fernani, dem Hauptshooter von Talien A. Man merkt, man muss nicht nur auf die Linie, sondern man kann auch ins Spielfeld. Oh, gut gesehen von Arthur Gladitz, der Nummer 25. Zweite Reihe, Fegnani war es fast dran, ne? Aber nicht geschafft. Bis jetzt steht es noch ausgewogen, 13-13 für beide Teams. Und wir sind in den letzten 5 Minuten des ersten Drittels. So. Ja. Sehr schön ist aber der Nullwurf. Und was ist dabei besonders? Ist einfach sehr stark. Und es macht sehr viel Spaß, ihn zu werfen. Stimmt. Lenny ist eine der wenigen Frauen in Deutschland, die wirklich Nullwurf spielen kann und werfen kann. Wenn es funktioniert. Genau, es ist ein besonderer Wurf. Man muss auch, also meistens springen mit anderen Beinen als normalerweise ab. Das heißt, um diese Koordination noch zu haben, das muss man schon trainieren. Das geht nicht einfach so, wie das so schön einfach aussieht. Das stimmt. Aber man weiß, dass man es richtig macht, wenn es einfach aussieht. Das ist dann die Kunst dabei. Wir haben einen Freiwurf von Deutschland. Wir spielen einen Seitenwechsel auf Arthur, Arthur auf Leon und Leon schließt ab. Ja, mit einem Punkt. Wie ihr seht, die lassen da einfach alles. Die Teil kämpfen mit Italien A und. Ja, jetzt war Übertritt oder Landing? Nee, Landing. Landing. Damit macht Oskar den Freiwurf mit der Nummer 13 rüber auf die andere Seite. Und Abschluss von Leon wird aber leider gefangen. Und schon wieder der Punkt von Fernani, der Nummer 19. Genau, und nochmal kurz zu Landing. Also Landing heißt, wenn man sozusagen, man soll den Ball in Springen werfen. Wenn, im Luft, man darf nicht in der Halbkreis stehen mit einem Fuß. Genau. Das heißt, wenn man sozusagen schon da steht und erst dann wirft, dann wird Landing gepfiffen mit so einem komischen Wellenzeichen. Jetzt war wieder ein Punkt von Italien und davor ein wunderschöner Nuller von Arthur. Da hat Kamera nicht mitgekommen. Ja. Schöne zweite Reihe von Italien. Mhm. Langer Pass auf die Rechtswerfer und wieder zurück. Das ist ein sehr bekannter Spielstil von Italien. Lange Pässe, um sich die Lücken aufzuziehen und die Defense weit weg vom Frame zu haben. Punkt von Arthur Klaritz, Nummer 25. Schön gegen die Schulter, schwer zu fangen. Ja, das, seht ihr diese Zeichen? Das ist ein Landing. Also der war schon auf dem Boden mit Fuß und dann hat er erst geworfen. Scheint langsam zu trenden auf diesem Spielfeld. So, sehr schön. Das ist Puck von Jan. Die Defense war da, aber er hat gezaubert trotzdem einen Punkt. Ja. Schaute auch deutlich verdutzt. Okay.
und die 24 schließt ab. Oh. Und leider kann die Defense ihn nicht noch fangen. Genau. Den Slow-Mo habt ihr gesehen, wie das Artu volleyballmäßig hochgeprallt hat. Wenn das jemand fängt, ist das immer noch nicht Punkt, aber leider hat das keiner geschafft. Damit sind wir auch schon in den letzten 30 Sekunden des ersten Drittels, vor die Mannschaften energietankend in die Pause gehen für 4 Minuten. Wow, das war leider schon auf dem Boden. Den konnte Oscar leider nicht fangen. Ja, aber waren nicht so. War alle dran, ne? Ja. Der den gehabt hätte, hätte wahrscheinlich gleich wieder werfen müssen. Und direkt so durch die Lücke zwischen Fernani und der Nummer 6. Ja. Und jetzt ist... Damit gehen wir in die Pause und verabschieden uns für diese 4 Minuten und sehen uns damit im zweiten Drittel des Halbfinales.
Und damit melden wir uns zurück zum zweiten Drittel im Viertelfinale zwischen Italien A und Deutschland. Italien hat den Ball. Pass auf halb rechts. Rüber auf den Linksangreifer. Und der Punkt auf 0 von Luca Olivo aus Italien. So, jetzt Punkt von Jan. Und noch zu Tschukball an sich. Also ihr merkt, wir spielen da, oder die spielen da 7 gegen 7. Meiste Teams machen das immer so, dass auf einer Seite sind 4. Oh. Schöner zweite Reihe Catch. Schön. Aber da war eine Fehler. Das heißt, wir haben einen Freiwurf. Und der Catch von Fanani, der Nummer 19. Genau. Pass die war drauf. Dran, der muss schon. Wahrscheinlich haben wir das zu zweit Punkt gefasst. Von David aus Italien. So, jetzt hat das nicht geklappt. Jetzt ist es noch ausgewogen. Italien ist jetzt mit einem Punkt in Führung. Zwei Punkte. Fanani pfeift Gegenpunkt. Damit ist es jetzt wieder 22-22, obwohl die Schiri Punkt sah. Und ein wunderschöner Punkt von der Nummer 6, Luca Olivo. Mhm. Da war Arthur nicht schnell genug. Schlimm sowas. Direkt in die Lücke zwischen Fanani und der Nummer 33. Genau, und das ist besonders bei Chukba, dass man auch eigene Fehler anzeigt, wenn Chiri anders das sagt. Und das ist das Fair Play. Ja, Fair Play wird definitiv im Chukba groß geschrieben. Oh, der war schön. Fanani. Noch Slow Motion. Ja, mit der Statur von Fanani hat er aber auch die Chance, sehr weit zu springen durch seine langen Beine und dadurch nur durch minimale Korrekturen in seiner Haltung den Ball von 0 auf 30 Grad umzuswitchen. So, da hat jetzt geknallt, das heißt, der Rahmen wurde getroffen, die Trajektorie von dem Wurf wurde komplett geändert und dann haben wir einen Freiwurf. Das heißt, wir haben getippt auf den Boden und jetzt war die Kamera weg. Aber wir haben schöner zugespielt Punkt auf die andere Seite und Arthur hat davon Punkt Nummer gemacht. Nummer 25, Gladitz. Schön. Und schon wieder der Abschluss von Fanani auf die gleiche Position wie eben. Für die Zuschauer, die aufmerksam aufgepasst haben. Ja, manche sagen, dass dieser Mann kann man nicht fangen. Wer weiß. Oh, der war schön. Langer Pass zurück, wie man es von Italien kennt. Und die Nummer 42. Ah, oh, nice. Schließt. Sag mal, Lenny, dein Bruder hat unglaubliche zweite Reihe gerade gemacht. Unglaublich. Ich bin absolut stolz auf ihn und wünsche ihm alles Gute auf seinem weiteren Lebensweg. Das war sehr trocken. Aber der hat wirklich, also zweite Reihe muss der richtig. Hat magische Hände. Richtig viel mitlaufen, ja, immer auf der anderen Seite. Das ist so wichtig. Und wer macht eigentlich die zweite Reihe? Das machen Übertritt von Leon. Genau, zweite Reihe machen immer die mittlere Spieler. Das heißt, von Dreierseite kommt der mittlere auf die andere Seite. In dem Fall auf der Viererseite genau. Oscar mit der Nummer 13 und Robin mit der Nummer 27 und auf der anderen Seite Jonas mit der Nummer 5. Genau, der da gerade geflogen hat. Hat alles versucht, hat nicht geklappt. Den Pass auf Arthur. Arthur schließt ab, Italien fängt. Pass auf die andere Seite von der Nummer 33. Da sieht ihr schon, der Jonas hat wieder nicht geschafft. Und genau daran sieht man auch nochmal, wie wichtig die zweite Reihe ist, weil bei genau solchen Bällen muss sie schnell schalten, um den Punkt für die gegnerische Mannschaft zu verhindern. Schönes Zuspiel bei der Weimarischen
Kollegen. Leider wurde Rahmen gepfiffen. Oh, okay. Ja. Und schon wieder Punkt von Fernani. Knapp hinter den... Nein, nicht knapp hinter den Kreis. Und, oh, und Punkt von Arthur. Sehr starker 90-Grad-Wurf von Arthur Gladitz, der Nummer 25 von Deutschland. Und noch spezifischer aus Weimar. Schön. Richtig Jonas schön reingerutscht. Ganz knapp, aber geschafft. Mal sehen, ob sie auch den Fang ausnutzen konnten. Da passiert der, ja. Das darf nicht passieren. Da hat einer nicht ganz mitgezählt. Arthur. Ja, manchmal ist man in so einem Flow, dass man vergisst, dass man nur drei Pässe hat. Passiert uns allen. Und schon wieder der Punkt von Fernani. Da haben wir auch gleich das Close-Up auf ihn. Und schon wieder Übertritt bei Leon. Langsam sollte er einen Schritt vielleicht zurückgehen. Ja, aber ansonsten das, war der Wurf. Das Tempo ist sehr, sehr hoch. Deshalb kommen auch Fehler dann. Ja, absolut. Ist ja bei uns nicht anders. Wir haben eben das Viertelfinale selbst gespielt bei den Damen. Pavel und ich sind beide in der Damenmannschaft von Deutschland. Und im Spiel gegen Frankreich konnten wir dominieren und sind jetzt im Halbfinale und spielen morgen gegen Italien A. Um den Platz im Finale. Damit haben wir den langen Pass auf die Nummer 42, David. Oh, schöne 90-Wurf. Da war keine. Ja, Oskar hat noch probiert hinzurutschen, allerdings fehl ich. Seitenwechselpass. Und ja, das Landing. War schon ein ziemlich eindeutiges Landing. Genau, der stand schon und erst dann hat er geworfen. Das darf man nicht im Halbkreis. Ist verboten. Und wenn nur heimlich, ne? Und ganz schön an der Defense vorbei von der Nummer 6. Luca Olivo. Starker Wurf, aber da wurde auch starke Defense und jetzt wurde das bestraft. Ganz knapp mit den Händen dran. Ich hoffe, da ist nichts passiert. Oh. Und da wurde Behinderung gepfiffen. Schnell geht das Spiel weiter und Fernani auf 0 gleich den Punkt durchgesetzt. Ohne zu zögern. Man sieht noch, dass Jan noch gar nicht richtig auf seiner Position stand, als schon der Wurf kam. Und direkt in die Lücke zwischen der Nummer 42 und der Nummer 8 von Italien. Ja, Italien gibt ordentlich Gas. Stimmt. Im Vergleich zum letzten Drittel hat Italien jetzt deutlich dominiert. Es steht nun 34-26. Und noch 6 Minuten zu gehen bis in die nächste Zwischenzeit. Ja, 35-26. Angriff von Deutschland. Genau, zweite Reihe aktiv. Ja, da sieht man auch immer wieder, wie wichtig sie ist. So, da haben wir einen Fehler. Ja, der Ball ist auf den Boden geprallt und dann haben wir einen Freiwurf. Passspiel ist auch etwas sehr Wichtiges beim Chukball, damit der Pass, damit der Wurf auch wirklich gut hinter die Linie kommt, muss auch das Passspiel dementsprechend genau sein. Ja, und für die, hier die sieht man auch nochmal, wie Arthur anzeigt, wo er ihn hinhaben möchte. Oh. Und ein schöner Drücker. Allerdings konnte ihn Oskar mit der Nummer 13 nicht festhalten. Man sieht es auch noch mal in Slow-Mo. Körper war da, die Hände haben nicht gehalten.
passiert? Alles Fehler, die man nicht immer abschalten kann. Oh, ganz knapp. Beide schmeißen sich auch noch nach dem Wurf. Das, oh, da hat man auch schon dran gesehen. Ja, und da hat man gerade gesehen, warum man eigentlich sich spielt über diese Halbkreis. Weil ja, nämlich man möchte, dass diese Defense da, die da vor dem Halbkreis steht, um diese großen Lücken zu entstehen. Genau. Man möchte, dass die rechts und links laufen. Und weil dadurch man sich die Lücken erschafft, wie Eleni meinte, genau. Weil wenn die kompakt stehen, ist da an manchen Stellen auch kein Durchkommen. Genau! Oh, sehr schön! Noch unglaublich! Gecatcht von Arthur Gladitz. Genau. So kann man das direkt auch catchen. Man muss nicht das selber, sondern man kann mit Team. Ja, bei zweiten hat das nicht mehr geklappt. Aber ihr habt bemerkt, wie sich das deutsche Team gefreut hat. Also das ist vielleicht das erste Mal, wo die Fenner nie gefangen haben. Nee, ganz einfach. Im ersten Drittel gab es einen, aber definitiv einer der gecatchten. Ja, also Leon von den wenigen leider, ne? Ja. Also das ist tatsächlich. Wird vielleicht ja noch besser, hoffen wir es. Genau, da war. Aber auch andere können scoren. Das war der Punkt von Tommaso Gianni. Ja. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Nummer 14. Ah, ganz knapp. Man sieht auch den Eiern darüber. Ein paar Mal nachgegriffen. Und schon wieder unglaublich. Man sieht auch hier in der Slow-Mo-Aufnahme, wie weit Fanani springen kann. Er landet mit seinem Fuß hinterm Frame. Das ist nicht gerade einfach. Aber Leon kommt ganz nah. Ja, nee, Leon kommt auch sehr weit. Genau. Schön gecatcht. Und der Abschluss von Jan wird allerdings leider gefangen. Genau, Jan hat sich auf die Kopf, die Hände gemacht. Das heißt, er wollte wahrscheinlich nicht, war vielleicht nicht so ideal, gleich bei Aston abschließen, vielleicht sondern auf aber, drei aus. Vielleicht hat aber auch Arthur einfach nicht mehr gesehen. Jetzt haben wir auf alle Fälle den Abschluss und es wird Rahmen gepfiffen. Genau. In der Slow-Mo sieht man auch nochmal, das Frame verrückt sich auch leicht. Ja, Italien zieht jetzt ziemlich weg, schon mit 12 Punkten. Und es sind auch nur noch 2 Minuten tatsächlich. Die Zeit geht deutlich schneller um, als man denkt. Oh, da war er sehr, sehr hoch. Der Flieger war nicht ganz getimed. Flieger bedeutet, dass man sozusagen den Ball, beide Angreifer sich in der Luft zuspielen, bevor der Abschluss kommt. Ja, ihr merkt auch, die andere Seite ohne Fenani, die kennen auch gut. Und das war genau diese, wo ich meinte, die spielen sich über den Kreis und wollen, dass unsere Defense da läuft hin und her. Und das gelingt dem leider. Aber da haben wir auch schon wieder einen Punkt von Deutschland. Genau. Das war frontal auf der Frame geworfen, deshalb hat das so Richtung 90 gemacht. So. Ja, Pass von Fenani auf die 9. Abschluss. David Leverado. Genau. Der hat die Ruhe behalten und dann noch 90 geworfen. So. Ja, schön, da habt ihr etwas gesehen, was möglich ist. Ist abgesprungen von dem Spielfeld in die Zone, aber allerdings, im Flug hat er das zurückgebracht. Aber was ist da passiert? Ich glaube, es wurde. Der Rechtsangreifer war schon im Aus und es wurde Punkt gepfiffen. Okay. Auf alle Fälle sind wir auch jetzt in der letzten Minute. Ein wunderschöner Punkt von Fenani. Direkt in die Lücke zwischen. Und Arthur scored. Nice. Da war ja die italienische Defense zu spät. Angriff von Italien. Langer Pass nach drüben. Und Fanani schließt ab und
Jonas fängt ihn noch. Sieht sehr knapp aus, allerdings. Letzten 6 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Und damit verabschieden wir euch in die Pause bis ins letzte Drittel. Ja, und damit melden wir uns zurück in das letzte Drittel des Viertelfinales zwischen Deutschland und Italien. Ja, und da war ein Wechsel. Also Jill geht jetzt rein. Genau, Jill Sauer mit Nummer 8. Der sieht ihr gerade. Ja. Und Deutschland hat jetzt den Ball, da sie im letzten Drittel zurücklegen. Das ist nämlich Regel. Und der erste Punkt von Jan Jan mit Nummer 26.
Und schon wieder ein Punkt von Fernani, der Nummer 19. Auch in diesem Drittel. Jetzt ist der Jonas an der ganz linken Seite. Und versucht sein Bestes. Ja, Leon. Unglaublich. Wirklich. Schön. Mit welcher Kraft er den noch auf 50 Grad hauen kann. Das kann er nur machen mit super zu spielen. Was hat Arthur serviert? Richtig, Arthur? Oder? Ja, müsste. Ja, aber. Nee, Moment. Wir haben da einen Wechsel gehabt. Nee, Robin spielt jetzt auf rechts. Genau. Auf der Dreierseite mit Oscar, der Nummer 13. Und die Viererseite besteht demnach aus Arthur auf rechts, Jill auf halb rechts, Jonas mit der Nummer 5 auf halb links und Jan, den wir eben schon den ersten Punkt in diesem Drittel gemacht haben sehen. Oh, ja, hier ein Punkt wieder von Italien. Da hat das die zweite Reihe nicht mehr geschafft. Ich wollte kurz sagen, die zweite Reihe war nicht da. Genau. Wurf von Arthur und schöner nice. Wurf auf Null. So, und die. Hier haben wir wieder die langen Pässe von Italien, die sehr typisch sind. Und auf 90 Grad. Da war eine Lücke. Genau. Der Unterschied ist zwar 10 Punkte, aber ihr merkt, dass die Jungs noch kämpfen. Die wollen Punkte machen. Die lassen da alles auf dem Spielfeld. Komm. Nein. Schade. Genau. Robin hat noch versucht, den Ball zu retten. Das heißt, er hat das einfach nach oben geworfen. Oder nicht so mittelhoch. Damit das andere Defense-Spieler fangen kann. Volleyball, würde ich fast sagen, manchmal. Ja, könnte, ja. So ähnlich, Volleyball ähnlich. Da war die zweite Reihe ganz knapp dran, aber es hat nicht gereicht. Pass auf links, auf die 4 und langer Pass zurück auf Fernani im Flug und Null. Was also ein unglaublicher Spieler. Genau. Da merkt ihr, dass auch Arthur geklatscht hat, weil das war ein unglaublicher Wurf. Und das Zuspiel. Das hat alles gepasst. Ja. So, Freiwurf für Italien. Und gleich von Esther schießt er los und er macht den Punkt. Aus. Ja, aber wir waren dran. Angehalten wird, scheinbar nicht. Und damit genau, das war Mattia Briganti. Nummer 4. Rechts. Und gecatcht. Da hat man noch ganz kurz gesehen, wie Jonas und Arthur zusammengestoßen sind, als Jonas noch anlaufen wollte. Wieder ein Fehler. Wenn ein Fehler passiert, wird Catch immer gefunden. Von der Nummer 4. Mattia Briganti wieder. Ja. Jetzt war Oscar knapp dran, ne? Aus zweiter Reihe. Aber leider nicht genug. Ja, ihr merkt, das sind 5 Leute. Trotzdem kann ich das nicht. So, jetzt Übertritt. Eine sehr lange Bewegung, allerdings Übertritt. Und es gibt den Seitenwechsel von Italien in die zweite Reihe und Punkt auch diesmal. War Oscar nicht schnell genug da. Jill hat das beim Kopf vorbeigeflogen. Ja. Sehr, sehr schöner Wurf. Ja. Clean auf die Auslinie, wie man es auch nochmal in der Sommer sehen kann. Und da freut er sich. Genau, was ist auch in besonderer Regel? Man darf die Außenlinie betreten. Sehr schön. Halbkreis Catch. Nicht, aber die Außenlinie schon. Das heißt, wenn der Ball draufkommt, ist das noch nicht aus. Und zählt als Punkt. Genau. Da in die zweite Reihe, aber ich glaube ans Knie. Nee, an den Bizeps. Fernani auf die andere Seite, da fängt er. Und
Hat das jemand von uns? Ja, ja, war der 2-3. Wir haben das nicht direkt am Kamera gesehen. Da war die Und da ist der Rahmenball. Genau. Hat man sogar gehört. Lars. Das geht Sehr jetzt geht sofort in die Fans. Und das nutzt Italien natürlich gleich aus. Zwei lange Pässe. Und Abschluss auch von Fanani. Aber Arthur hat ihn, die Nummer 25. Auf Oscar, erster Pass, zweiter Pass. Jan schließt ab, wird von der zweiten Reihe allerdings gefangen. Oh, von das der war schon der erste Pass, zweite Nummer Pass. 9, David. So. Oscar ist wieder drin. One-Man-Defense-Show. Und ganz knapp wieder die Linie von Unglaublich. Robin. Also so ein junger Spieler, Oscar, und der hat das sozusagen erstmal hoch, irgendwie so hochgezogen, ja, den Ball. Hochgezogen und dann ist noch weitergelaufen und noch das gecatcht und von dieser hat er noch Zuspiel gemacht, also große Leistung. Den haben wir gesehen. Und ja, clean am Knie vorbei bei Fanani. Ja. Wenn man das jetzt aufwiegt, kann man auch, finde ich, deutlich erkennen, dass Fanani deutlich stärker im Angriff ist als in der Defense. Da lässt er an manchen Stellen schon noch zu wünschen übrig. Und der Punkt von der Nummer 6, Luca Olivo. Arthur, leider nicht. Die durchgeschossen, naja. Man muss schon sagen, es ist ein unglaubliches Niveau, auf dem die beiden Teams hier spielen. Auch wenn man langsam erkennen kann, dass Italien dieses Spiel dominiert. Schöner Nuller von also Rahmen, doch. Der Nummer 1. Der Hauptschiedsrichter. Leon Waschkau. Oder doch nicht? Nee, keine Ahnung. Doch nicht. Angriff von Italien auf 90 Grad. Zweite Reihe hat den Oscar mit der Nummer 13. Oh. Ganz knapp, aber nur mit einem Arm dran. Ja, da merkt man, wie starke Würfe hat Jan. Damit sind die Teams Italien A und Deutschland mit 10 Punkten auseinander. Italien führt mit 53 und Deutschland mit 43 zurück. Da waren beide dran, aber ich glaube, sie haben sich eher ineinander gegriffen als den Ball. Genau, also da muss man im Defense richtig gut kooperieren können, damit man sich der Ball nicht wieder wegnimmt. Oder Kommunikation. Ja, genau. Schön gehabt, damit haben wir die 1, 2 und muss, man sieht schon Arthur weggehen. Damit er ihn nicht zuspielt, damit genau, das nicht wieder viel besser werden. So, hier Fehler von Italien, das war Fehler sehr hoch. Lang Zuspiel, was natürlich passieren kann. Und das Landing von Robin, der Nummer 27. Damit hat Italien Freiwurf, langer Pass auf. Es gab einen Wechsel bei Italien. Wir wissen nicht, wo der Ball doch da. Ja. Die 33 spielt jetzt auf der Dreierseite. Luca Pizzino. Und Leon hat jetzt schöne Abschluss gemacht. Und Fanani scheint ganz draußen zu spielen. Man merkt, Leon kann auch mit nicht-weimerischen Spielern zusammen kooperieren. Das passt da an der Seite sehr, sehr gut. Oh. Da war Jill mit Nummer 8 dran. Und Jonas auch noch. Aber von der Kamera sieht das ein bisschen aus wie ein Kreis, aber ich glaube, das täuscht. Genau, wenn man sagt, im Kreis heißt das, der Ball von dem Frame in diese verbotene Zone, diesen Halbkreis aufgekommen ist. Das darf natürlich nicht passieren, das ist das Regel. Anderes Synonym dafür wäre auch, der Ball ist weg, was, sag ich mal, im Chukball-Slang gerne benutzt wird. Im deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen Raum. Habt ihr in Tschechien auch ein Wort dafür? Ja, wir sagen, der ist einfach drinne, sozusagen. Der ist drinne? In der Zone, genau, ja. Ja. Ich glaube, in der Schweiz sagen sie auch Zone. Erika vorhin hatte auch. Ah ja. Ist als Zone benannt.
Ist das Blut bei Leon auf dem T-Shirt eigentlich? So, schöner Jill Catch von Jill gegett. Noch auf der 0. Und damit von der 2. Jonas hat geflogen. Er hat wahrscheinlich nicht ideale Pass bekommen. Er musste selber lachen. Aber manchmal passiert das. Sehr hoher Ball. Was hat er gesagt? Von Robin weggekickt. Angriff in Deutschland. Auf Arthur, der wiederum auf Jan und Catch. Ah, der hat angefasst mit seinem Fuß oder Knie oder mit irgendwelchen Körperteilen. Stand mit dem Fuß im Kreis beim Fangen, wodurch der Punkt gepfiffen wurde. Genau. Der Halbkreis darf nicht von Offense betreten werden, auch nicht von Defense. Sofern sie den Ball gerade fangen. Genau. Ansonsten darf man natürlich beim um den Kreis laufen, in den Kreis treten. Genau, man kann durchlaufen. Und sehr das seht Ball. Ihr, sehr tiefe Ball. Das ist auch so, man sagt hohe Bälle, wenn das so höher ist halt. In Richtung Kopfhöhe. Und, genau, und Tiefe, das ist so das Ideale, was die Defense-Spieler sehr schwierig catchen können. Sehr schön in die Lücke und die zweite Reihe war auch nicht ganz da. Ja. Wir sind jetzt in den letzten 3 Minuten. Es steht immer noch 10 bzw. 11 Punkte. Eine Feller wird wieder Freiwurf. Das heißt, getippt auf den Boden und dann geht's weiter. Die Zeit wird nicht angehalten. Da wird einfach immer weiter gespielt. Catch von Arthur. Oscar. Zweimal. Jonas. Arthur. Und der Catch von Italien. Genau. Auf dem. Oh, das war Volleyball. Ja, also langsam. Ist das Chuckball? Doch. Das darf man im Chuckball. Oh, und ein da sehr ist schöner Ball. Die Hand nochmal in der Luft. Jetzt nochmal Slow Motion. Geswitcht, wie man sehen kann. Genau. Das ist auch ein Kompetenz von Spielern, die man haben muss oder soll. Der hat angetäuscht. Oh. Ja. Ne? Und der hat sozusagen der gegnerische Defense-Spieler dachte, dass das auf Linie wird. Aber der hat dann das geändert im Fliegen. So, auch jetzt ein, aber. Auch ein großer Vorteil von Jonas, welche die Hände in der Luft noch wechseln kann und tatsächlich mit beiden Händen ziemlich gut abschießen kann. Genau, das ist tatsächlich selten. Ja. Jetzt war aber, das habt ihr vorhin gesehen, der hat angezeigt. Von der 72. Wahrscheinlich André Zonka. Das ist der Coach. Dann nicht von André Zonka. Und schon wieder ein Ball. Ja, von Jonas. Die letzte Minute rückt immer näher. Und es gibt einen Angriff von Deutschland. Ja. Und Jill auf 3. Jill schließt ab. Wird aber von der zweiten Reihe gecatcht. Und Ball geht zurück. Abschluss von der Nummer 42. War Rahmen und drinne. Die Telly. Das heißt, er hat Rahmen getroffen, das hat in den Halbkreis aufgekommen. Der Schiri zeigt zur Seite, er hat selber zur Seite gezeigt. Das heißt, der Gegenpunkt. Das heißt, Deutschland hat jetzt Punkt bekommen. So, jetzt Punkt für Italien. Oskar hat noch probiert, schnell um den Kreis wieder zurückzukommen. Dabei hat sich aber genau im Laufweg verschätzt, würde ich fast sagen. Ja, und der hat das in seine Gegenrichtung, ne? Ja, absolut. Gespielt. Also die Offense-Spieler gucken sich genau, wo stehen die Defense-Spieler. Eins. Und Leon muss abschließen, wie es aussieht. Catch von Italien, der Nummer 9. Der Davide Leveraro. Oh. Was? Ja. Und damit endet das Viertelfinale zwischen Italien und Deutschland mit dem Sieg von Italien mit 63 Punkten zu 52 Punkten. War zu erwarten. Leider war zu erwarten. Aber sie haben sich geschlagen. Sehr gut geschlagen hat, gerade im ersten
Drittel sowie bis zur Hälfte des zweiten ganz stark gespielt, auf alle Fälle. Nun beglückwünschen sich die Teams nochmal gegenseitig. Der Punktestand wird angesagt. Und dann wird auch bald schon das nächste Spiel sein. Genau. Wir verabschieden uns. Es hat uns gefreut. Viel Spaß. Wurde kommentiert von Leni Leixenring und Babla je Baba. Tschüss. Tschüssi. Here with Robin from the German team. So that's unfortunately a loss, but it was, I'm sure, a great experience. It was really a good game. You were really into it. What was the secret to go this far in the competition? That's a good question. Playing against Italy is always nice. It's always a lot of fun, and it's mostly quite successful. Definitely. The score shows that. I mean, the first third of the game, we actually matched, and the last one as well. We were just, I don't know, we were just down in the middle and lost a couple points. But it's our probably our slow play style that wins us the game, or not wins us the game, but wins us points and lets us stay competitive against Italy. Okay, yes. And I just wanted to know, because I don't really know football in Germany, you know, we are neighbors, but I don't know, what is it like to be in a football league in your country? Oh. I really don't know. I don't know how to answer. Okay, so let me change the question. So what does it mean to you and to your team to come here in Geneva, Switzerland, to compete in the Geneva Indoors? It's amazing. We had a couple of problems coming here, getting a team together, and to have a team that far in the quarterfinals and competing against Italy this close was really good and a lovely experience for us all. And it means a lot to me and probably to all of us. Thank you very much. That was amazing. I loved watching you play. And I wish you the best of luck for the rest of the games and everything. Yeah. Thank you. All right. Thank you, Josh. Bye-bye. Bye-bye. Okay, so we're here with Nicola from the Italian team. So, how is it like to win in this quarterfinal against Germany? I want to speak about how it's good that feeling to play with people that you start knowing them when we was in Jičín in Czech Republic in 2016. So it's an amazing experience playing with them in a place like that. It's Geneva. It's amazing. There's a lot of energy here. So it was a really good match. We loved playing with them. So I was speaking with them a few seconds ago. I'm glad to play with
people that keep the tchoukball energy all over the world. So it's amazing. I'm full of this. It's really good. Cheers, mate. That's an amazing answer. And I just wanted to know, where do you see yourself? I mean, some of your teammates said earlier that you want to reach the final and you want to win. And so how do you think you could manage to get there? I think that we have to keep what we did now in that game. We need the mentality in our team because we split Italy A and B with the same strength inside. So we need to focus on mentality and keep the things that we made in that match, in this match, best. Because it's the most important part to win or to play good and have fun playing football. Well, thank you. I mean, that's true. You came here with two teams and two great teams. I mean, you are really, really, really strong teams. So would you say tchoukball is a big game in Italy? Or what is it like to be in the tchoukball league, in the Italian tchoukball league? It's amazing because it's one of the biggest community in the world of tchoukball. And it's amazing. There's a lot of team all over the Italy, and there's a lot of energy. You know, we try to put all this stuff about playing safe, playing for the other team, playing to enjoy, you know, the gameplay. So it's like we want to have fun and be person inside of that. And in Italy, there's a lot of energy about this. Thank you very much. Cheers, mate. It was amazing talking to you. It was amazing watching you. We will follow closely your matches tomorrow also. And thank you very much. Thank you. I appreciate it. Thank you very much for all these two. Thanks to you. It was a beautiful game. Thank you.